Hallöchen Freunde und willkommen zurück bei London 2012. Wir haben eine neue Runde und das ist jetzt Folge 98. Und ja, wir haben 5 Mitstreiter. Das heißt, wir haben hier insgesamt, es ist eine 6er-Gruppe, weil wir jetzt Kairin dabei haben. Wir haben hier auch den Neuseeländer aus der letzten Folge, also einen richtig harten Konkurrenten. Und wir fangen an mit 200 Meter der Herren. Und ich bin immer noch so begeistert von dem letzten Rennen, wo wir 100 Meter in 9,35 absolviert haben. Und jetzt geht's los auf die 200 Meter Strecke. Los geht's. Ah, wieder ein guter Start, aber dann aus dem Startblock gut rausgekommen. Aber danach war es doch ein bisschen zu weit im roten Bereich. Hier im Schlussspurt, ah, da werden wir Letzter werden. Das war nichts, das war nichts. Schade, schade. Der Start war gut, aber danach hat alles nicht so richtig gepasst. Auch wenn es unter 20 Sekunden jetzt war. Tja, schade, schade. Aber ein gutes Feld hier, kann man nicht anders sagen. Und, ja, das war klar, dass der Neuseeländer hier Gold holt. Ich denke mal, es wird auch wieder nur um Silber gehen. Aber auch das ist ja bei 6 Leuten schon gar nicht so verkehrt, den zweiten zu machen. So, und jetzt geht's ins Velodrom zum Kairin. Und da bin ich mal gespannt. Das ist ja immer wirklich spannend. Und auf der dritten Position starten wir. Das ist immer sehr wichtig, dass man hier wirklich, ja, dass man hier wirklich vorne startet. Oha. Auf der fünften Position. Das wird schwer. Da müssen wir gleich angreifen hier. Gleich am besten vorbeiziehen. Und wir müssen hier irgendwie auf den dritten Platz kommen. Aber das ist ja ein Geschubse, meine Herren. Ach, immer rutscht jemand innen vorbei. Jetzt haben wir es geschafft mal. Oh, das ist ein Kampf hier. Oh, und das ist der dritte Platz, meine Herren. Also diese Kairin-Rennen, das ist der Wahnsinn. Das müsst ihr auf jeden Fall mal gemacht haben. Es ist wirklich spaßig, aber es geht natürlich auch in die Arme, beziehungsweise in die Hand. Und es ist gar nicht so einfach, da seine Position zu verteidigen, beziehungsweise es ist auch gar nicht so einfach, vorbeizukommen. Aber wir holen hier Bronze. Und da haben wir doch schon mal unsere erste Medaille. Der Neuseeländer hatte hier ein recht einfaches Rennen. Der konnte einfach schön vorne weg schwimmen, vorne weg nicht schwimmen, sondern vorne weg sprinten. Und da hatten wir überhaupt keine Chance mehr. Und jetzt 50 Meter Freistil. Das ist doch mal unsere Disziplin. Und hier will ich unbedingt Gold haben. Ich weiß nicht, wie gut der Neuseeländer beim Schwimmen ist, aber zumindest Silber, wenn nicht Gold, sollte doch hier machbar sein. Auch wenn mir die 100 Meter lieber wären. Aber wir werden sehen. Los geht's. The crowd goes quiet. Silence as the athletes take to the blocks. Und das sieht gut aus, gut reingekommen. Und, oh Mann, 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 da verlieren wir jetzt. Was ist los? Was ist denn da los? Ach du je.
Das darf doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Da sind wir ja ganz aus dem Rhythmus rausgekommen. Mann, 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 Mann. Ach, das ist mir ja lange nicht mehr passiert beim Schwimmen. Das ist mir ja lange nicht mehr passiert. Und da verschenken wir hier die Medaille. Werden nur Letzter. Eieieiei. Also, das war ja mal gar nichts. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich. Da habe ich mir jetzt wirklich eine goldene oder zumindest eine silberne erhofft. Eieieiei. Das war ja nichts. Das kann ja jetzt nur besser werden. Ich bin gespannt, welche Disziplin kommt. 100 Meter der Herren. Ja, das kommt jetzt genau rechtzeitig. Da haben wir beim letzten Mal ja super gewonnen mit 9,35. Da hoffe ich jetzt natürlich, dass es hier wieder ein bisschen besser wird als eben beim Schwimmen. Sprich, dass wir hier eine Medaille holen. Und los geht's. Guter Start. Ah, und das ist nur der vierte Platz. Ärgerlich, da waren drei richtig gut unterwegs. 9,75, der Start war schon nicht ganz perfekt. Das geht auf jeden Fall besser. Das hatten wir ja auch schon mal deutlich besser gemacht. 9,32 läuft der Gewinner hier. Der Neuseeländer. Also, das Feld ist hier wirklich stark. Und wir holen hier nur den vierten Platz. Also, da wo jetzt bei den letzten beiden Folgen Licht waren, ist diese Folge jetzt ein bisschen Schatten. Damit sind wir jetzt nur noch auf dem fünften Platz zusammen mit dem anderen Deutschen. Da werden wir ja richtig abserviert gerade. Das kann ja nur noch besser werden. Das kann ja nur noch besser werden und das sollte auch besser werden. Aber jetzt beim Speerwerfen bin ich mir nicht ganz so sicher. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und los geht's, erster Wurf. Der sieht ganz gut aus. Ja, der sieht gut aus. Über, ja, so auf die 95 ungefähr. Ja, 93, 86. Das ist zumindest erstmal der dritte Platz, aber ja, 98 müssen wir werfen, um hier eine Medaille abzugreifen. Und weiter geht's. Zweiter Wurf. Ach, der war zu schräg, der war zu schräg. Mann, Mann, Mann. Das war ja gar nichts. 76, das war gar nichts. Und jetzt sind wir nämlich nur noch auf dem vierten. Und die Messlatte liegt bei 98,93. Beziehungsweise 98,43 für Bronze. Oh, das wird ganz, ganz schwierig. Also, da haben wir eine richtig starke Gruppe erwischt. Und der ist ungültig. Der ist ungültig, schade. Der wäre sonst gut gekommen. Also, die ersten drei haben wir. Vierter Platz. Sieht ja wieder total glücklich aus. Und der nächste Wurf. Wurf Nummer 4. Grad. Ja, der sieht gut aus. Ja. 97,53 ist nicht so schlecht. Aber das, ja, sichert uns gerade mal den vierten Platz. Und wer will denn schon den vierten Platz? Oh, das war nix. Das war nichts. Zack. Den können wir wegwerfen. Da waren wir vom Tempo her nicht richtig gut. Und einen Versuch haben wir noch. Und wir sind zum Glück jetzt Fünfter. Ja, weil hier der Amerikaner einen richtig guten rausgehauen hat. Und der letzte Wurf. Was geht noch? Grad. Das ist wohl nicht gut genug.
Nein, der wird vor der 90-Meter-Marke landen. Gerade mal 85-31 und das bleibt beim fünften Platz. Also, zusammen mit dem anderen Deutschen, ja, haben wir hier wirklich, werden wir hier ganz schön abserviert, auch wenn die Weite jetzt wirklich gut war und vielleicht bei anderen Gruppen Medaillen gibt. Hier hat es jetzt nicht gereicht. Tja, also, jetzt heißt es einfach nur nicht Letzter werden, denke ich. Und, ach, das war schon die letzte Disziplin. Also, vorbei ist es. Nächste Folge kann es nur noch besser werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann.